Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Und heute möchte ich dir sagen, warum Neurodermitis, Asthma und Allergien ein Geschenk sind. Wie du siehst, trete ich hier vor die Kamera und du kannst es vielleicht schon sehen. Meine Augen sind todesgereizt nach einiges an Creme und Cortison. Hat es sich tatsächlich wieder gebessert, ja, und hier auch, an der Seite sieht man es und hier sieht man es auch und hier und da. Warum mache ich das Video? Du schaust das Video vielleicht und dir geht es viel, viel schlechter. Ja, warum mache ich das also? Ganz einfach. Du siehst mich hier in diesem Kanal stehen und dir Tipps und Tricks geben und Wege, wie du Krankheiten aushältst, sogar ohne Medikamente. Es sieht fast so aus, als wenn in meinem Leben alles wunderbar läuft, in meinem Leben diese Methoden sofort funktionieren. Ja? Und das liegt einfach daran, weil sie schon eine Zeit funktioniert haben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr erkrankt bin oder ähnliches. Das siehst du jetzt hier. Und deshalb mache ich das Video. Ich trete hier vor dir, damit ich dir sagen kann, auch in dieser Situation, wo ich jetzt hier bin, ja, Neurodermitis, Asthma, Allergien, Krankheiten, die einen nicht sofort töten, sind Geschenke für dein Leben. Das ist meine tiefste Überzeugung. Hätte ich nicht diese Krankheiten, wäre ich bestimmt nicht in der Lage, hier vorne vor dir zu stehen, Videos zu machen. Ich wüsste nicht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Stärke, die wir haben, Mensch zu sein. Was bedeutet das überhaupt? Ich wäre bestimmt nicht so stark, wie ich es heute bin. Ich habe einen schamanischen Freund gefragt, vor einem Jahr, ja, bei einem Ayahuasca-Ritual. Mike, ja, ein großer schamanischer Heiler, ich respektiere ihn sehr, habe ihn gefragt, Mike, wieso heilst du nicht deine Krankheiten? Also er hat auch gewisse Wehwehchen. Warum heilst du die nicht aus? Habe ich ihn gefragt. Und er so, Lars, Krankheiten werden uns gegeben, damit wir auf uns aufpassen. Und heute, wo ich jetzt hier stehe, könnte ich es nicht besser sagen. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt, das auch von meiner Seite nochmal bewusst jetzt hier ein Video zuzumachen, weil es läuft eben nicht alles rund, wie du siehst. Jetzt, als der Ursprung kam von dem, was du jetzt hier sehen kannst, kannst du dir ja vorstellen, wie das Ganze aussah, als es angefangen hat. Du kennst ja alles. Da war ich nachts gerade dabei, einen Asthmaanfall zu verarbeiten. Ja? Und du kennst es, ich benutze keine Medikamente oder ähnliches. Ich habe das Ganze versucht zu veratmen mit diesen Methoden. Gleichzeitig hat die Haut gejuckt, gebrannt wie sonst was. Ich war mit meinen Gedanken komplett woanders und habe versucht, das wirklich darüber Herr zu werden, ohne jegliche andere Methodik. Ja? Und ich sage dir, ich habe es versucht und darauf bin ich stolz. Denn jedes Jahr habe ich vielleicht einmal so etwas oder vielleicht auch mehrere Male, ich weiß es nicht. Aber jedes Mal bin ich ein Stück besser und ein Stück stärker und stelle sicher, dass ich mein Bestes gebe, mein Allerbestes, um diese Aufgabe auch zu bewältigen, die mir gegeben wurde. Denn Neurodermitis, Asthma und Allergien sorgen dafür, dass ich ein ganz feines Gefühl für Balance bekomme, dass ich das wertschätze, was ich habe, ja, dass ich mit offenem Herzen durch die Welt gehe, aber trotzdem meinen Verstand einschalte und nicht blind der Gesellschaft vertraue, sondern Dinge hinterfrage. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Gäbe es da jemanden, der mich gefragt hätte, in deinem Leben bekommst du einen Helfer an die Seite. Dieser Helfer unterstützt dich, die beste Version deiner selbst zu sein. Wen würdest du wählen? Dann würde ich mit Sicherheit eine ähnliche Situation wählen, wie ich heute im Leben erfahre. Und zwar jemanden, der mir bewusst macht, dass ich mich auf Abwägen befinde von meinem persönlichen Anspruch, von dem höchsten Anspruch, den ich als Mensch, als Lars, ja, wie ich mein Leben leben will. Und was gibt es da besser als eine Krankheit, die dir zeigt, direkt auf der Haut, dass es irgendwas aus den Fugen geraten ist. Deswegen bin ich dankbar für Neurodermitis, für Asthma und für Allergien. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Disziplin gewonnen habe, für Dinge
die mir wichtig sind, zu kämpfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Augenblick wertschätze, weil ich genau weiß, dass die nächste Nacht, die nächste Herausforderung das Leben komplett über den Haufen werfen kann. Und ich bin auch dankbar dafür, dass sobald ich mal längere Zeit für ein paar Tage die Praxis sausen lasse, meine Übungen nicht mache, dass das dann wiederkommt. Und trotzdem bin ich dankbar für die Gewissheit, dass ich um jedes Jahr ein Stück besser werde, ein Stück besser. Ich lerne mit den Herausforderungen zu leben, ich lerne über mich hinauszuwachsen und so allmählich merke ich, wie immer größere Teile dieser Krankheit ausheilen und zu einem Reservoir innerer Stärke und Liebe heranwachsen. Deshalb, wann immer du Probleme hast, wann immer du Schmerzen hast, ich weiß genau, wie du dich fühlst, die Hoffnungslosigkeit, die Enttäuschung, all deine Pläne über den Haufen geworfen zu haben, dieser Flashback in die Realität, wo du eigentlich schon mal stehen solltest, aber sei dir gewiss, diese Dinge kommen immer wieder hoch, aber sie kommen von immer tieferen Ebenen und sie kommen immer wieder neu an die Oberfläche. Und solange du dein Bestes gibst und von Grunde auf deines Herzens wirklich bestrebt bist, dies als Zeichen zu nehmen, für dich das Beste daraus zu machen, wird dich diese Krankheit bereichern für dein ganzes Leben. Wenn du Probleme hast, schreib es gerne unter die Kommentare. Das Video ist ja voller geiler Anlass, Alter, um das wirklich auf den Punkt zu bringen. Deshalb, sehr kämpferisch möchte ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat dich inspiriert und ich bin sicher, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Mach's gut. May your chi always be vibrant.